MacDonald had a farm. E-I-E-I-E. Stuhl quietscht, aber vom Feinsten hier. So, jetzt müssen wir mal schauen. Der schnellste Weg. Dann wollte ich sagen, da wird echt Zeit für einen neuen Stuhl. Ja, wird Zeit. So, ich hoffe mal, hier komme ich dann zur Bundesstraße wieder vor. Oh, das geht aber eng zu hier. Vorfahrt gewähren? Ich habe sogar angehalten. Wahnsinn, oder? Ich hab's. Ja. Wieder Vorfahrt gewähren. Aber hier kommt ja eh nichts. So, hier muss ich mal schauen. Waschanlage, Landhandel. Ich glaube, wir müssen nach links, ja, genau. Ja. Richtung Feld, falsch, das 21, 16, 15, da die Ecke. Ja, ich sehe schon. Ups, jetzt habe ich jemanden überfahren. Entschuldigung. Jetzt kommt eine Milch-LKW von vorne. Da passt man nicht beides durch. Ach, ist das schön. So einen ganzen Hänger voll Gras da hier. So, Rundumleuchte an. So, mein Inspektor ist aber gerade gar nicht im Bild, sehe ich. Jetzt habe ich ihn wieder, genau. Raps 100% und Dünger auch 100%. Hä? Hast du die wieder aufgefüllt? Ja. Ach so. Vorher einmal kurz. Und da sie jetzt gerade über der Hälfte läuft, bleibt sie bei 100%. Genau. Sehr schön. So, nie wieder Schulden machen. Ach, ist das herrlich. Ja. Wenn jetzt der Traktor waschbar wäre, dann sähe der jetzt richtig schön schmutzig aus, ja, nach der Düngeaktion. Ja. Da mir ja Geld und Zeit sparen willet und der Dünger was Steuer vorne nacken kann. Wird er richtig schwer aus hier anschließen. Was sind das hier für Geräusche? Irgendjemand schreibt mir bei Teamspeak oder so. So, Silo zudecken. Wunderherrlich. Wenn wir dann irgendwann die BGA so voll haben, dass alle Silos voll sind, dann müssen wir uns noch einen zweiten Radlader dazulegen. Ja. So. Ach, meine Güte, was ist denn da los? Wer stört da meine Aufnahme? So, und dann mähen wir nochmal ein wenig. Bist du immer noch am Düngen? Ja, am Säen noch. Wing. Hey, wake up. Ach Leute. Also wer da jetzt im Teamspeak ist, das ist nicht schön von euch. Echt nicht. Das ist dann das, was ich meine mit diesen Altersbegrenzungen für Let's Plays. Oh, was mache ich denn jetzt? Hey, wake up.
Das geht bei mir ständig. Ja. Kannst du das nicht ausschalten, dass die da niemand... Ich kann ihn kicken, ja. Aber wenn ich in der... Also wenn man mich anstupst, dann hört man es halt. Ja. Naja, egal. Ich hab's einfach nicht gehört und fertig. Ist wahrscheinlich doch nicht so gut, dass ich meinen Teamspeak-Channel überall hinschreibe. So. Ach, erschreck mich nicht so. Fertig. Ach, mein Herz. Ich bin alt. Vorsicht. Jetzt ist jetzt. Die paar Jährchen. Wo du älter bist wie ich, die Male braucht auch nicht mehr fett. Naja, kommen die 3 Jahre da. Sag ja, die Male braucht nicht mehr fett. Ja. So, und jetzt hilfst du mir beim Gras machen, ja? Ja. Sehr schön. Ich vor allem nur noch schon mal Sämaschine und mein Düngestreuer und dann geht's los. Yippie! Oh, das sieht so geil aus, wie der sich durch das Gelände hier beißt. Der wackelt richtig schön hin und her und so. Also der Mod ist richtig klasse. So, eine Feldumrundung, genau 100%. Juhu! Naja, nicht ganz. Fehlt ein bisschen. Ach, nehmen wir hier nochmal lang. So. Nee, halt, hier muss ich ja lang. Ich muss mir echt mal ein Navigationssystem einbauen hier. Oh, hier steht der Mais und wir haben keinen Häcksler. Ist das traurig? Ja. Und das Feld gehört uns auch, Alter. Das ist noch viel trauriger. Ja, eben. Bauwerk noch und dann geht's los. Noch ein bisschen verdichten hier die ganze Geschichte. 33.000 passen rein in meinen Ladewagen. Okay. Und bei dir 60.000, ne? Oder so. Ja, ich glaub sowas. Aber ist auch nicht so. Gerade wenn man das vergleicht, die Größe der zwei Wagen und... Naja. Das finde ich richtig klasse, dass hier so das Gras halt trotzdem gemäht werden kann, weil es gibt ja auch Maps, wo das Gras halt grasig. Ja, wo das halt nur so rumsteht als Zierde und man kann nichts mit anfangen. Und wenn man halt Gras mähen will, muss man sich wirklich das Gras auf dem Feld anpflanzen. Das finde ich gut, dass das hier nicht so ist.
So richtig will der auch nicht hier. Ah, Herze. Das sieht so geil aus, wie der hier sich so durchwackelt durch das Gelände. Genial. So, gucken, ob ich die Kurve nochmal krieg hier. Jo. Was machst du? Mehr. Wie bitte? Mehr hin. Mehr, mehr. Wo mähst denn du? Irgendwo mitten in der Landschaft. Nee, hinter unserem Hof ist so ein schönes, großes Feld. Ja, genau. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Boah, jetzt lande ich hier voll im Gebüsch drin. Also wenn ich hier fertig bin mit meiner Mähaktion, dann ist der zerkratzt nach Strich und Faden. Naja. Ich hab nichts mehr zu mähen. Ja, beide Felder schon fertig. Wie beide Felder? Ja, 26, 27. Ach, da war ich noch gar nicht. Ich mähe hier so rum, in die Wegesränder mähe ich so ein bisschen ab. Ach so. Ja. Weil es soll ja auch schön aussehen, ne? Wenn mal Besuch kommt, dass die Wege schön gepflegt sind. Ja. Aber dafür ist ja normalerweise der Hüpfer da. Der Profi-Hüpfer? Ja. Der in seinem Versteck steht. Genau. Ich hole jetzt den Profi-Hopper aus seinem Versteck. Oh, niedlich. Ja, ja, schaut euch das Video an, die Map-Vorstellung in Lomasheim. Da hat der kleine Benedikt mitgemacht, der ist 10 Jahre alt. Und der war so putzig, wie der das rausgehauen hat. Und jetzt hole ich den Profi-Hopper aus seinem Versteck. Total niedlich. Ja. Ein Satz, der bleibt. Ja. Ah, der hat mehrere so Dinge rausgehauen, wo ich mich halb kaputt gelacht habe. Absoluter Hammer, ey. Oh, hier gibt's ja gar nichts mehr zu mähen. Muss ich hier rüben fahren. So, mal gucken, ob ich die 100... Ups, jetzt geht mein Headset leer. Muss ich gleich mal anstöpseln. Jetzt kriege ich die 100% nicht voll, ey. Verdammt. Na ja, doch. So, in der Zeit, wo der abflät hier, muss ich mal schnell mein Headset anstöpseln. Sonst muss ich euch der Tobias alleine unterhalten. Ja, dass unser großer Chef dann auf einmal weg ist. Ja. Wäre ja schlimm. So, Ladekabel. Und weiter geht's. So, wo muss ich eigentlich fahren? Das war noch unter. Ja. So, jetzt muss ich mir wieder eine neue Fläche suchen, weil hier hinten habe ich jetzt wirklich alles weggemäht, was geht. Alles abgegrast. Abgegrast, mein kleines Schäfchen hier. Ich könnte ja noch ein bisschen hier zwischen den nee, da sind mir zu viele Bäume. Ah, ich gucke mal hier unten. Das sieht auch noch ein bisschen nach Wiese aus. Wow. Gucken, was hier drüben noch so ist. Da ist noch ein Feld.
Tja, haben wir nicht mehr viel Wiese hier, ne? Nee. Doch, hier ist Feld 11, ist Wiese, oder? Nee, das ist... Oh, hier ist ja ein Zaun. Den habe ich gar nicht gesehen. Feld 11 ist Mais. Tja, da müssen wir doch noch ein bisschen Wegrand mähen. Ja, mähen wir mal hier lang. Am Wegesrand. Ach, was mache ich denn hier? Ich hüpfe als in ein anderes Fahrzeug rein. Wie, gibt's hier kein Gras? Doch jetzt. Oh, Flugzeug. Ah. Jetzt sehe ich dich. Ja, ich fahre hier so am Maprand entlang. Ja, ich sehe. Und sammle so ein bisschen die letzten Fotzengras, die letzten Brocken. Was habe ich jetzt gesagt? Ich glaube, da muss ich einen Piep drüber machen. Ja. Die letzten Brocken Gras ein. Ja, hin vergessen ab zum Biege. Ja, kannst ja unten rumfahren. Fährst einfach weiter und unten links rein, geht auch. Ja. Oh, ich muss gleich mal was anderes machen, sonst sterbe ich hier vor Langeweile. Ich guck da mal, ob die Silage schon gegoren ist. Das kann ich dir gleich sagen. Ja, guck mal bitte rein. Ich habe die Zeit schon ein bisschen hochgestellt. Und dann sehe ich nämlich zu, dass ich mal so einen zweiten Schlepper kaufen kann. Dann fahre ich mal schnell rüber zu Feld 43 und mache da nämlich auch noch Raps drauf. Ich mache die Zeit nochmal schneller. 60-fach reicht. Nee, ist schon weit fertig. Wie lange dauert? Oder warte. Wie viel Prozent haben wir? Na, warum zeigst du mir das jetzt wieder? Wie viel? Oh je. 22%. Naja, komm. Ja, ich habe jetzt ein bisschen schneller gemacht, das müsste eigentlich gleich soweit sein. Zum. Oh, heute bin ich ein bisschen träge, ey. Ich bin so richtig. Richtig gesprächig. Okay. Oh nein. Was, Warnung? Sag, oh nein, falsche Knopf drückt. Ach so. So, ich komme wieder langsam angerückt. So, dann verdichten wir mal das, was wir jetzt da auf einen Haufen geworfen haben, aus Versehen. Ja, ich bin auch gleich da. Kommt wieder ein bisschen was. Ja, ich habe zwei Taschen gleichzeitig gedrückt und bin dann gleichzeitig abgeladen, bin gleichzeitig in den Radlader reingesprungen, jetzt hat ein Haufen da geworfen. Naja, der fährt sich breit. Ja, den wird zum Radlader gleich verdichtet, dann ist... Dann passt das wieder. Ja. Ich mähe hier die Wegränder, ey. Das darfst du keinem erzählen. Und voll. So, jetzt habe ich mich natürlich hier in eine komische Lage verzwickt. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach, hier. Ja, das kann ich dir auch zeigen. Ah ja, ich bin wieder auf dem Weg. Passt. So, bleib gleich drin im Radlader. Ich komme nämlich nochmal hier mit einer Fuhre. Oh, ich verdichte selber. Passt schon.
Ja, weiß nicht, stell dir Radlader an, zeig dir. Hey, seh dich. Wo ist er denn? Ah, da. Na, ah. Oh. So, jetzt fülle ich das mal ein bisschen auf hier. Ja, da habe ich ein bisschen einen Hügel gemacht. Ja, ist nicht schlimm. So, jetzt habe ich keine Lust mehr zu mähen. Absolut nicht. Ich verdichte das jetzt erstmal mit dem Teil hier. Also richtig geht das nicht. Geht nicht schön. Nicht schön? Nee. Willst du mit dem mähen? Oder ihm. Oder? Ich mähe gerade ein bisschen mit meinem... mit okay. meinem Deutsch. So, wie weit sind wir hier? Bei 53%. Sehr schön. Okay, ich bin der Verdichtungsprofi. Ich verdichte alles. Ich verdichte das und das und das. Miau. Miau. Ich weiß nicht. Jetzt wollte ich da die schöne Ränder von der Straße mehr, aber das geht gar nicht. Ne, hab ich schon. Ich glaube, da unten habe ich eigentlich schon jeden Gras dann weggemäht. Was so. So, der Hügel müsste gleich weg sein. Ach, egal. Ja, komm. Ich hole jetzt noch was? Große? Große Nachfrage beim die Händler an Schweinen, oder? Mhm. Hm. Blöd, wir haben keine Schweine. Das lässt sich aber ändern. So, ich gehe jetzt mal schnell. Ich fahre jetzt mal zum Shop mit meinem neuen Anhänger. Und dann gucke ich mal, ob ich den Schlepper, den ich dann kaufe, auf den Anhänger draufladen kann. Das interessiert mich mal. Das wäre zu lustig. Ja, komm doch, was du für einen Anhänger kaufst. Für einen Schlepper. Was du für einen Schlepper kaufst. Ja. Ne, eigentlich hatte ich vor, den Hürlimann zu kaufen. Okay. So. So. Oh nein, da steht ein Pferd. Ah, ich muss hier rein. Ich glaube, da kommt nicht weiter. Oh, die ganzen Damen hier auf der Straße. Ja. So viele Frauen unterwegs. Und ich habe mir die Haare nicht gekämmt. So. So. Jetzt gucke ich nochmal schnell, wie weit die Silage ist. Bei 76. Dann machen wir nochmal schnell ein Turbo rein hier. Zick. 77. Turbo Boost. 78. 79. Naja, haben wir es doch gleich. $130.000 kostet der, glaube ich. Welcher? Der Hürlimann. Ich hab mir so ein. Ich bin so ein richtiger kleiner Schlampi. Ich stelle die Geräte stehen bei mir immer mittendrin. Wie immer mittendrin? In der Stab oder gerade Lusttasche oder wie? Ja genau, richtig. So, ich fahre den mal hier in die Halle. Ja, jetzt hast du so eine schöne Halle.
reinpasst. Oh, das wird aber eng, ey. Ja, das passt schon. Ja, passt. Also ich muss ihn aber lang reinstellen, weil... Ich glaube, so quer passt der nicht, oder? Na doch, hätte auch gepasst. Ja, ich stelle den so rein, ja. Warum einfach, wenn es umständlich geht, ne? Denken sich jetzt die Leute. Aber einfach kann hier jeder. Oh, das passt aber auch gerade so. Passt nicht. Oder? Machen wir das Tor zu. Oh doch, passt rein. Aber auf den Millimeter genau. Dann ist ja gut. Na? Geht das unsere Mähe im Regenstart? Ja. Ich glaube, jetzt muss mal ein Licht anmachen. Ich mache jetzt erstmal schnell meine Zeit wieder weg. Runter. Und hol meine Silage und kipp die jetzt hier rein. Ja. Yeah. Wunderschön. Na, bin ich mal gespannt, ob das reicht für den Hüllimann. Ja, das sehen wir dann. Oh ja. Das gibt dick Kohle. Ja, dann. Sehr schön. Radili, Radila, der. So. Dann holen wir uns noch den Hürli. Gleich. Ich schicke dann noch nochmal den Hürlimann Richtung Feld 43. Machen wir den Helfer. Lass ich einfach laufen, weil ja, wir müssen ja Gras mähen, ne, für die BGA. Ja. Wieso kippt der denn nicht ab jetzt? Ah, jetzt. So, die BGA ist voll. Scheiße. Wie voll? Naja, der Trog. Ja. Kurz die Zeit ein bisschen erhöhen. Ja, aber wenn du ja die Schaufel auskippst, drüber lässt, dann läuft's ja nach. Wie bitte? Also wenn du die Schaufel auskippst, drüber lässt, dann läuft's ja nach. Ja, ja, sicher. Aber wir brauchen jetzt das Geld für den Hürlimann. Ah, ja. Deswegen habe ich ihn mal schnell auf 60 Mal gestellt. Na ja, dann geht da die Nacht schneller vorbei. Gibt's ja schon wieder Nachtschichtzuschlag. Ja, ist der zweite. Die zweite Nachtschicht heute. Ja. Yeah. So, aber den Gefallen tue ich dir nicht, glaube ich. So, das müsste reichen. Ab 22 Uhr wird es dunkel, ne? Ja. Yeah. Wenn das Berufsgenossenschaft mitkriegt, dass du mir über 24 Stunden am Stück schaffen lässt. Ja. Dann. Jeder ist das eigenes Glückes Schmied. Hättest ja auch einen ordentlichen Beruf lernen können, ne? Ja. Und ist ja nicht so, dass du alleine arbeitest. Ich bin hier auch voll dabei. Ja, du bist ja auch Chef. Und reicht's? Was? Oh, fehlen noch 10.000. 10.000 Eier, dann können wir uns den Hüli kaufen. Achso. Ja, Dann ist ja auch schon geschickt, wenn man immer weiter mäht und der Anhänger voll ist, gell? Ja, wollte ich gerade sagen. Ist mir vorhin aber auch so gegangen. Also solange ich jetzt mit dem Hüli hier dann
am Säen bin, können wir mit dem Klaas schon wieder ans Rapsfeld ansetzen, weil ich glaube, das ist auch schon wieder reif. Ich guck gerade mal schnell ins PDA. Ja, dann würde ich sagen, mach mal Luki Luki. Ja, 38 ist fast reif, fehlt noch ein bisschen. Kleine Ecke. Hier unten bei Feld 16 kann man auch schon wieder mähen. Ist auch schon wieder reif. Das Gras. Ich sehe genau, wo du lang gefahren bist zum Mähen. Ach so, auf dem Hof. Ja. Aber jetzt bist du gerade bei Feld 26, oder? Nee, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur BGA. Ah ja, da hast du aber zuletzt gemäht bei 26. Ja. Sieht man, ist blau. Ach so, ja. So, und damit haben wir uns den Hürlimann verdient. Tada! Hürlimann. Eigentlich haben wir uns wir könnten eigentlich auch einen teureren kaufen. Aber die taugen alle nichts. Was hat denn der Hürlimann PS? Der Hürlimann hat 141. Und was würdest du da dran erhängen? Sämaschine. Und den Düngerstreuer, glaube ich, das funktioniert aber ganz gut. Okay, weil das ist ja. Ja, ich kann auch noch. Der Deutsch hopst schon ein bisschen, wenn du erhältst mit der Sämaschine hinter dran. Ja. Ich kann auch noch, ich guck mal schnell, was der. Oh, der MAN TGX Kron ist billiger. Im Sonderangebot. Ich guck mal schnell, was der. Sag doch, wie heißt er denn? Der Lambo kostet 249.000. Oh. Das ist teuer. Der ist teuer. Ja. Was habe ich denn noch für einen Schlepper hier? Den Fendt 939. Oh, der ist aber auch. Gerade würde ich sagen, der Xerion wird auch der sein, oder? Ja, der kostet auch über 200.000. Naja, wir machen einfach hier ein bisschen weiter, bis wir uns den neuen Schlepper leisten können und ja, den seht ihr dann in der nächsten Folge. Wir schaufeln in der Zeit noch ein bisschen hier Gras und Silage in die Silos, das wollt ihr euch sicher nicht antun. Und ja, wenn es dann soweit ist, dann starten wir die Folge 5, 6 irgendwas, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir aufnehmen. Ich habe beide auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, das muss. Wie lange waren wir denn hier? 1 Stunde 12. Ja, also ich sage genau. Stundenfolge 5. Diebe. Oder? 4, 5, 6. Folge 6. Ja, 3 sind oben und 2. 2 sind 5 und in. Folge 6 in dem Fall. Oh, wir sind so Rechen-Genies, merkst du das? Yeah. Ja, genau. Und in Folge 6 seht ihr dann unseren hart erarbeiteten Schlepper. Ja, volle Silos an der BGA. Nein, ja, nicht ganz. Nee, also, das ist ja da aber. Wir machen hier so ein bisschen Vorlauf. Also ihr wollt, wie gesagt, ihr wollt ja nicht unbedingt sehen, wie wir hier stundenlang hin und her fahren und das Gras mähen. Wir überlegen uns ein schönes Thema für die nächste Folge, um es ein wenig unterhaltsamer zu machen. Ja. Wir machen jetzt erstmal weiter. Jo. Wir wünschen euch was. Ja, und bis zum nächsten Mal. Genau. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Bye, bye. Ciao.